Rückzug! Hat er noch sonst was Cooles dabei? Keine Ahnung, da waren Zombies, die mir auf die Eier gegangen sind, dann bin ich geflohen. Kommst du hier gerade wieder rein? Ich komme sofort wieder rein, ja. Ich gehe gerade. Hast du gerade die Schritte hier drin? Moment. Sag mal Bescheid, wenn du die Treppe hoch. Ich bin jetzt drin. Und jetzt die Treppe hoch. Hm. Und du bist da durch? Ja, wollte ich ja, wollte ich eigentlich schon. So, erstmal kann ich hier eigentlich mein Civilian Clothing ablegen, das brauche ich ja nicht mehr. Was war denn im Rucksack drin? Ganz viel trinken, mal wenig essen und das war's, okay. Nö, ich glaube, hier ist kein Auto. Schade. Alter, das kann sein, dass ich jetzt gerade voll die Halluzinationen habe, aber das sah gerade aus, als hätte sich was in der Schule bewegt. Du fährst ja im Wald mit dem Auto nur 10 oder so, ne? Ja, du bist auf jeden Fall langsamer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die den ganzen Hügel hochgefahren sind. Doch, da hat sich tatsächlich was bewegt in der Schule. Da ist einer drin in der Schule. Ja, ist der weg. Ich kann nicht sehen. Doch, jetzt ist er ganz oben. Jetzt ist er ganz oben drin. Okay, ich habe ihm ein paar reingedrückt. Vladi was killed. War das der? Ich konnte den Namen nicht lesen. Ja, auch nicht. Ist das denn gerade aufgeploppt, als ich auf dem geballert hab? Gesselbert was killed. Gesselbert. Ha. Gehe ich jetzt dahin, um mir den zu holen? Oh, da bin ich wieder in der Raum. Läuft wo? Halb links. Nur Richtung nördliche Feuerwache. Die Richtung haben wir noch nicht gesehen. Na, wie die Masse. Ich muss jetzt so hier raus, ich brauche was zu fressen. Oh! My friend! What's up? Was ist los? Kommt jemand hoch uns besuchen? Hat einen Mantel an lang. Läuft. Der ist bestimmt nackt. Warst du gerade an der Tür? Nein. Warum ist die Tür zugegangen? Ja, sehr gut. Da oben ist der Zombie, der keinen von uns sieht. Ja, deswegen kann ich ja die Treppe nach unten gehen. Ich bin da raus. Und wo wird dich dein Weg hinbringen? Was zu essen holen. Im Supermarkt. Ich gehe jetzt in die Schule. Ich will meine... Das ist unfassbar, wie viele Leichen hier liegen. Das war ich. Leute, das war ich allerdings nicht. Peter, don't hassle so hoff, ne? Wo war das? Ah. LOL. Was
Lord? Night Vision Goggles? Wie kommt der denn hier an Night Vision Goggles? Okay, ich will jetzt zu dem Typen, den ich gekillt habe. Alter, das ist unfassbar, wie viele Leichen hier rumliegen. LOL, da ist noch einer! Das gibt's doch nicht, dass da oben noch einer drin war. Nein! Kann man eigentlich Leute, die zwischen Leichen liegen, von den Leichen unterscheiden? Ne. Mega schwer. Also theoretisch bestimmt, aber... Das war übrigens der Typ, den ich vorhin die ganze Zeit im Visier hatte, wo du sagtest, der ist bestimmt draufgegangen. Das ist der abgeschossen wurde. So hab ich das nicht gesagt. Also nicht mit dem Unterton zumindest. Ne, mit dem bösen Unterton, das ist jetzt von mir selber mit drin. Das ist aber schuld. Ich wäre ja auch nicht so durchgerannt wie du. Wäre da reingelaufen, hätte meine HE-Granate da reingeschmissen, hätte da BOOM! Und dann Peter will dir nur Schuhe anziehen. Oh ja. Da ist gerade ein Zombie vor mir gespawnt, der gerade seine Waffe weggesteckt hat. Wie geil wird das denn bitte? Bist du überhaupt? Jetzt an der südlichen Feuerwache. Ach scheiße, ich... Moment, ja, ich beende mal kurz die Aufnahme. Mein Gott. Blablabla. So, Jungs, jetzt können wir mal bei Chris zugucken. Oh ja. Ein kleiner Desi-Noob. Peter ist noch bei am Loading schon seit einer halben Stunde. Dennis hat so einen geilen Soldier-Anzug gekriegt. Oh, das wisst ihr ja schon. Ja. Also, dürft ihr mich bei Peter schon gesehen haben. Den finde ich trotzdem total geil. Na, ich auch. Ich finde echt cool, dass, wir, dass die beiden Jungs das Cheater-Auto gefunden haben. Wir sind gerade, wo waren wir eigentlich? Bei Prigorodki, wa? Ja. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Wald nördlich von Tscherno. Genau, und um uns von da aus dann mal der nördlichen Feuerwache, dem nördlichen Krankenhaus anzunähern, mein Gott. Ja. Mal gucken, cool, da ist noch ein Schwein. Das will ich haben. Oh ja. Ja, bitte, Bob. Okay, du Bob. Ich habe auch eine Headshot, aber ich kann die leider nicht benutzen. Oder so. Ja, Wegschwein. Weil ich keinen Platz im Inventar hab. Dann nimm du das mal aus, ich mach schon mal Feuer. Ich geh schon mal gut harvesten. Wenn alles passiert ist in der Zeit, wo ich im Loading war, wo wir noch nicht aufgenommen haben, Dennis ist erstmal von Elektro weggerannt und hat jemanden mit seinem AHE-Werfer da weggeballert. Oh ja, stimmt. Das wollte ich unbedingt ausprobiert haben, bevor ich ein Risiko eingehe. Okay. Hat die Leiche aber nicht mehr gefunden, weil die so krass durch die Gegend geflogen ist. Ja, die ist direkt an meinem Kopf vorbeigeflogen. Ich hab da von ihm gar nicht gecheckt, was da passiert ist. Komm, Mädchen, mach schnell in die Küche. Mit Christian getroffen. Dann haben wir zusammen Zombies bekämpft, glaube ich. Ja. Alter, stimmt, ist echt voll viel passiert. Alter, hat das einen Kopf, ey. Weißt du, wie ich mir mit seinem Rechner umgehe? Aber hatte er sein Fleisch. Ah ja, Dennis hat ein Dingens gefunden, ein ATV. Ja, aber der war da richtig. Also, der war sogar voll mit Sprit und so. Aber der Motor war rot und Peter hat mal erzählt irgendwann, dass die Dinger eventuell explodieren können. Und ich hab das zwar noch nie gesehen, aber irgendwie war ich noch zu feige, das auszuprobieren. Ja gut, aber bist du schon mal einen roten ATV gefahren? Ne, eben nicht. Ne, deswegen, also das kann echt passieren, zumindest bei den Autos, dass wenn du dann irgendwo drüber fährst beispielsweise oder angeschossen wirst, ja, dann nee, bang. Leute, ich hab jetzt zwei gemacht. Hammer, jetzt habe ich auf Put auf Fire ausmacht. Das muss ich ja wieder anmachen. Nee, muss ja nicht. Du musst ja Fireplace machen. Vielleicht Fire kann ich selber machen. Achso. Aber wart ihr denn weit weg von euch? Also könntet ihr jetzt nicht theoretisch Motor suchen und den Fit machen? Ja. Der ist halt auf der Pik Kaslovka, wa? Der ist halt weit und breit gar nichts. Ah. Okay. Was ist ja dieser Berg zwischen Elektro und Tscherno. Ja, ja. Da ist das schon mal häufiger eins. Ja. Kannst du ein Stück Fleisch essen, du Wichser? Na egal, wir laufen weiter. Okay. Soldier geht vor. Ja, ich hab grad viermal die Meldung geguckt, Rom. Vier Rom Meat. Oh ja, da unten gibt es das Loch, wo rein theoretisch ein Heli spawnen läuft. Guckt der sich jetzt jedes Mal. Mein Wichser, ey. Zum Essen oder was? Ja. Einfach stellen, dann bückt er sich.
Hier habe ich das letzte Mal einen echten Cheater getroffen. Aha. Warum? Ich lag da rechts in dem Busch an dem Brückending da. Okay. Lag ich, keine Ahnung, 30 Minuten oder so, während Peter immer wieder versucht hat, da hinzurennen. Irgendwann läuft einer über die Brücke drüber und guckt da runter und drückt einfach ab. Und schießt. Vielleicht hat er einfach in der Gegend rumgeguckt. Boah, kann ich mir super schwer vorstellen, der ist ja so zielsicher zugelaufen auf die Stelle. Fünf war der dick genug, hat er runtergeschossen, hab mich nicht getroffen, da der nachgeladen, hab mich aufgestanden, hab ihn weggesmackt. Weißt du, ich lag halt hier. Die ganze Zeit. Okay, warte, und der kam hier so rüber gerannt, ne? Genau, und ist einfach dann genau hier stehen geblieben. Ich hatte auch keine Anschluss gemacht. Ja, genau, da und hat er runtergeguckt und hat angefangen zu schießen. Achso. Ja, vielleicht, also könnte natürlich sein, dass er vielleicht mit dem Fadenkreuz einfach mal in den Busch gekommen ist und dann Soldier Judas Touch dann oder was weiß ich. Okay, das könnte natürlich wirklich sein. War auf jeden Fall schon creepy. Ich meine, wenn das schon Cheater war und der dich nicht trifft, dann macht er irgendwas falsch. Wobei ich hab das Gefühl, dass sich viele Leute gar nicht so cheaten im Sinne von unsterblich oder so, sondern die meisten sich einfach irgendwie Gegenstände cheaten oder irgendwie so ein GPS haben quasi. Ja, damit er halt nicht sammeln muss. Lol. Was lol? Du hast dich gerade hinter mich und nach vorne teleportiert. Lol, da vorne schwirrt bei mir ein Zombie in der Luft. Wo? Oh. Ja, in den Strommasten. Der steht bei mir auf dem Turm drauf. Von dem Strommasten? Ja. Ne. Wie geil sieht das denn aus? Voll der Freak. Oh ja, scheiß drauf. Sehe ich nix. Jetzt bist du schon wieder verschwunden. Ah, da hinten. Nein, du bist hin. Du hast dich schon wieder teleportiert. Das ist der Cheater, ey. So, nicht mehr lang, weil dann sind wir da. Irgendwie ein bisschen Schiss, dass irgendwer uns sieht. Ja. Muss er immer haben in dem Spiel. Eventuell könnte dann schon der Sniper darauf warten, dass wir stehen bleiben. Ah ne, ich bleib jetzt nicht stehen. Ich hab letztens einen guten Sniper gesehen, der tatsächlich geschafft hat, Leute beim Laufen wegzusnacken. Das wäre echt interessant. Okay. Das finde ich voll schwer. Ich finde schon ein stehendes Ziel auf Distanz schwer genug zu treffen. Weil wenn man ich hab noch nie mit einer Sniper geschossen. Echt nicht? Ne, ich hab noch nie eine gehabt. Was? Alter, das kann doch nicht stimmen mit dem Loading, oder? Doch, das muss doch, Peter. Das ist der Filter, Peter. Ja, der Noob-Filter. Aber ich hab das ja schon mal abgebrochen. Oh, fuck. Ich muss mich hier ganz kurz auslocken. Okay. Du bist beschossen, alte 4, oder was? Nee. Ach ne, Moment. Heute ist Dienstag, wa? Dennis ist verschwunden, ja. Okay, ich hab auch Zeit. Ach du, wegen Lotto was? Vergiss zu spielen. Du musst doch Lotto spielen, ja. Oh ja. Oh mein Gott. Und morgen ist der Feiertag. Aber der Kiosk hat bis 20 Uhr auf. Hast du denn einen einigermaßen in der Nähe? Ja. Ja, nein, nur bis 20 Uhr auf. Das ist so eins, was dran scheiße ist. Das ist total seltsam. Die anderen Kioske, die bei mir eigentlich in der Ecke waren, die haben alle bis 12 Uhr aufgehabt. Ja, das stimmt. Auch der Netto, der hat auch nur bis 21 Uhr, bis 20 Uhr sogar auf. Seid da voll in so einem Wohnviertel, ey. Hier ist nicht mal Boah, Rewe, was bis 21 Uhr auf hat, oder Rewe City, was bis 12 Uhr auf hat. Na gut, ich denke mal, das ist eine reine Gewöhnungssache. Kann man halt nicht um 3:30 entscheiden, okay, ich brauche noch eben kippen, da muss man halt mal vorher nachdenken. Oder was zu essen. Ja, oder was zu essen, ja. Warum? So. Finde ich nicht gut. Was findest du nicht gut? Dass ich mich so früh entscheiden muss, weil ich was esse. Wo, ja, Dennis, wo sind wir eigentlich? Genau nördlich von Tscherno. Wir laufen jetzt da vorne, der Wald vor uns ist der Wald von Visota. Aha.
Und den laufen wir sofort durch. Dann können wir Chano von oben.